Grüß euch, ich bin die Gabi von der Gabi Winterl Keramik und ich zeige euch jetzt, wie man Zitronenpresse macht. Der Ton wird zentriert wie immer, oben schön flach gemacht und dann stiche ich mal in der Mitte ein Loch runter bis zum Boden. Und dann mache ich kurz daneben, stiche ich nochmal runter. Bis so 5 mm oder 7 mm vorm Boden und ziehe da raus für die Schälchen. Dann massiere ich mal den Boden. Und gehe dann mit dem Aufsatz in der Mitte, den drücke ich innen ein bisschen raus und dann ziehe ich das hoch. Ich drücke es oben ein bisschen zusammen . Lass oben ein bisschen dick stehen, dass man das am Schluss zusammendrücken kann . Und dann versuche ich das mit alle vier Fingern, drücke das zusammen. Mach das nochmal ein bisschen rund und drück es wieder zusammen und schließe das oben. Das ist das Mittelstück, wo man die Zitrone dann ausdrückt. Und die Rillen mache ich erst, wenn es angezogen ist. Sprich lederhart. Und dann drehe ich außen den Rand nach oben. Dass ein bisschen einen dickeren Rand steht, dass das sehr Stabilität hat. Mach die Kante . Dann wird die Wand geglättet . Mach es noch ein bisschen bauchiger . Und dann mache ich eine Schnauke rein. Da drehe ich meine zwei Zeigefinger und Daumen um, halte die an das Gefäß und ziehe mit dem rechten Zeigefinger nach außen. Und mache den Ausgießer rein. So richtig mit Schwung einmal das rausziehen. Und dann kann man das auch schon abschneiden. Also die Zitronenpresse, die ist jetzt lederhart, die kann man weiter bearbeiten. Die muss jetzt abgedreht werden, der Boden. Und das ist gar nicht so einfach, weil man kann die nicht einfach umdrehen. Die steht über mit dem Hubbel da. Das heißt, ich nehme jetzt ein Gefäß
das ich auf der Töpferscheibe befestige. Ihr könnt jetzt auch einen Ton hochdrehen, aber ich mache es jetzt lieber mit dem Gefäß. Das heißt, ich rolle mir eine Wurst, stelle es in die Mitte, zentriere es und mache die Tonwurst außenrum. Und damit mir das oben nicht rumwackelt, mache ich da noch drei kleine Tonhuppel hin. Nimm die Zitronenpresse und stecke die dann da rein. Und schon hält es wunderbar. Und ich kann jetzt da arbeiten. Das heißt, ich mache erst einmal den Boden glatt. Mit einer kleinen Kunststoffschiene oder irgendwas, was man hat. Und drehe die Wand ab. Wichtig ist hier die Abwischkante zum Glasieren. Hier ein Messerchen. Und dann schneide ich da innen einfach mal mit dem Skalpell den Rand ein bisschen weg. Das ist einfacher als mit der Schiene, mit der Abdrehschiene. Hier mache ich auch die Wischkante. Und dann habe ich das eigentlich auch schon schön glatt. Ich schiebe da mal den Ton raus. Und dann kann ich das auch wieder wegmachen. Und dann geht es weiter. Dann schaue ich das, dass ich das mal nochmal schön rund drücke. Mache es ein bisschen sauber. Und dann nehme ich so eine kleine Abdrehschiene und fahre da von unten nach oben und ziehe die Rillen raus. Es darf da nicht zu dünn gedreht sein, weil sonst drückt man das durch. Also es muss schon ein bisschen Dicke haben, die Wandstärke. Und die darf schon ein bisschen tief sein, dass die Zitrone oder Orange da richtig gut zum Auspressen ist. Machen wir jetzt einmal ganz rundum. Und es wird auch nicht mehr groß mit dem Schwamm geglättet, damit es richtig scharfkantig wird. Ich gehe da nur noch, wenn es dann trocken ist, bevor ich es in den Ofen stelle, ein bisschen drüber, vielleicht sogar mit dem Schleifpapier, dass die Kanten weg sind, dass man sie nicht schneidet. So, dann schüttelt man den Ton wieder raus. Sehr gut, und dann mache ich einen Henkel. Dann nehmen wir einfach ein Stück Ton, knete den, dass keine Luft drin ist. Ein bisschen konisch gleich in der Hand kneten. Roll den zum Henkel. Lass den relativ dick oben, damit der da schön rauswächst.
schneiden wir die Kante. Dann markiere ich mir, wo ich den Henkel hinmache. Das heißt, ich nehme das Gefäß in die Hand mit den zwei Zeigefinger vorne oder Mittelfinger, weil es so groß ist, und drücke hinten mittig den Rand, dass ich genau gegenüber von dem Ausgießer bin. Kratze das an für den Schlicker. Das Schlicker ist einfach weicher Ton. Der wird aufgetragen, damit sie das gut verbindet. Dann nehme ich den Henkel, drücke ihn ein bisschen flacher, drücke den oben an und mache das mit dem Daumen nach vorne fest. Nimm das hoch. Drückt es von unten mit dem Modellierholz ein bisschen fest, dass sich das gut verbindet, und halt dann das Gefäß und zieht den Henkel schön aus. Schön gleichmäßig. Halt es ein bisschen hoch, drück mit dem Finger, mit dem Daumen nach oben und drück das unten fest. Dann mache ich es nochmal mit dem Modellierholz fest. Und mache es mit dem Schwamm schön sauber. Oben auch noch die Kante schön verbinden. Wichtig ist jetzt, wenn es trocknet, mit dem Henkel immer die erste Nacht leichter Folie drüber, dass das nicht zu schnell trocknet, sonst springt der Henkel ab oder kann einen Riss kriegen. Jetzt kommt noch meine Gabi Winterl-Signatur rein. Und schon ist die Zitronenpresse fertig. Also wenn euch das Video gefallen hat, wie man Zitronenpresse macht, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert es mir. Und ja, viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Video.